Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 17. April 2020, 8.34 Uhr hier auf Tulla. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Hat denn gestern jemand den Dokumentarfilm im Fernsehen gesehen? Es ging um die Geschichte des Fechtens. Wirklich sehr informativ. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass mich Filme über Fechten direkt einschlafen lassen. Ach du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. So, damit sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. So, und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Heute bin ich mal ein bisschen früher auf. Bisschen arg viel früher. Aber ich kann nicht mal schlafen. So, ich habe ein paar Noob-Meilen bekommen. Schmetterlinge fangen. Für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du meinen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird teilweise mehr für die Früchte bezahlt, die unsere Spezialität sind. Ja, ich habe es gestern fertig gebracht, zwei Inseln mit Äpfeln zu erwischen. Zwei Meileninseln, das fand ich so geil. Der Traum vom Eigenheim. Der eigene vier Wände, was für ein Gefühl. Nuking belohnt jeden, der ein Haus baut oder erweitert mit den begehrten Nukmeilen. Cool. Oh, gibt es danach also nur noch eine Erweiterung, wenn ich das richtig verstehe. Und abgeblättert. Du schüttelst das Laub von den Bäumen? Aber warum? Ach, das war gar kein Blatt, sondern ein Möbelstück? Bevor ich dir erkläre, wie das funktioniert, gebe ich dir Glückspilz lieber ein paar Meilen. Ich habe 50 Sachen aus Bäumen geschüttelt. Vollblutbanditen. Den Titel finde ich geil. Okay, warte, sind unsere einfach nur Insekten fangen? Oh, das ist ja einfach. Nee, warte mal, war mein Kescher nicht kaputt gegangen gestern? Nee, mein Kescher ist noch da. Nein. Handy, da, so. Hier ist noch was. Möbel umgestaltet. Verleih deinen Möbeln etwas Individualität und verdiene dir Meilen damit. Je mehr du umgestaltest, desto mehr Meilen kriegst du. Auch toll, Cool. Ja, ich habe gestern mal ausprobiert, mal mein Werkzeug umzugestalten. Auch wenn ich das sehr zweckfrei finde, weil es relativ schnell kaputt geht. Warte mal, hier zum Beispiel, mein Schleuder ist jetzt blau. Nein, du sollst dich nicht umdrehen. Oder, ne, meine Axt ist gleich. Meine Schaufel ist auch blau. Mein Kescher ist blau. Meine Angel, die war schon vorher blau. Die gehe ich gerade. Ich finde es schade, dass man den Sprungstab und den... Und die Leiter nicht umgestalten kann, weil die hat man ja eigentlich dauerhaft. So, holen wir uns noch kurz unser Wassersportschuh. Okay, fangen wir mal mit Lumenläusern. Yo, Wölfin, mein Kontakt ist schneller als ein Barracuda. Und darum ist dein Sammelfisch schon heute bei dir. Check das mal ab, yo. Hier ist dein beinahe noch frankfurter Goldfisch. Achso, ja genau, ich habe gestern drei Goldfische abgegeben und habe mir eine Goldfisch-Sammelstatue geben lassen. Akademie nicht schön tauschen. Herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Geschenk für dich, um dein gewachsenes Haus zu würdigen. Nichts ist wichtiger als ein schönes Badezimmer, in dem man sich so richtig entspannen kann. Ich habe schon ein Badezimmer. Benedikt. Wölfin, zwei Stockwerke. Hui, in deinem Haus könnte man richtig Verstecken spielen. Ich habe an dir ein Geschenk zum Dekorieren geschickt, aber wir könnten auch stattdessen Verstecken spielen. Ich zähl schon mal, Benedikt. So, der war den ganzen Tag zu Hause gestern. Da sieht man's. Ich habe gestern noch fertig gekriegt, meinen Kredit abzuzahlen. Und, ja. Hab jetzt einen zweiten Stock. Okay. Bin ich jetzt gerade in der Luft hochgegangen? Gar nicht vor euch. So, ja. Hier. Also, das in einem Badezimmer gestalten, finde ich sehr verschwendet. Hier könnte man so richtig das Hobbyzimmer reinmachen. Mache ich auch. Glaube ich. Ja, mache ich. So, dann gucken wir mal, was wir für Geschenke haben. Erstmal gucken wir hier. Go Rider. Ich weiß echt noch nicht, ob wir das haben. So, das kommt erstmal ins Lager. Dann gehen wir kurz an die Musikstation. Okay, Rider. Nee, Go Rider haben wir noch nicht. So. Klingt nicht schlecht. So. Wir gucken uns mal die Geschenke an. So. Goldfischmodell. Genau, das ist das, was ich haben wollte. Handtuchhalter. Toilette. Warte mal, wir legen es ins Lager, weil dann können wir es uns besser angucken.
Oh, eine richtige Toilette. Oh, das ist sehr gut. Wenn wir aber gleich was im Badezimmer tun, können wir ja gleich mal die Waschmaschine mitnehmen und Staubsauger. Na gut, der steht nicht unbedingt im Badezimmer. Nee. Hier ist die Goldfischstatue. Und nochmal ein Handtuchhalter. Okay, den Handtuchhalter, den zweiten, könnten wir verkaufen. So, die Goldfisch. Ja, wir können den Handtuchhalter natürlich auch da aufhängen. Warte mal, wir müssen kurz Plus drücken. Ins Lager. So. Warte mal, wir müssen kurz mal irgendwie hier die Sicht drehen. So, wir nehmen die Sanduhr runter. Dann nehmen wir das Goldfischmodell und platzieren es dort. So. Dann haben wir jetzt. Ach genau, die Sachen für das Badezimmer. Warte mal, Badezimmer war. Jetzt muss ich gut gucken. Hier. So. Ist voll irritierend, wenn ich das drehe, weil du hast immer so diese Draufsicht. Bist immer diese Draufsicht gewöhnt und dann musst du es drehen. So, erstmal reißen wir die Toilette raus. Die hat mir ja schon von Anfang an nicht gefallen. Ich fand zwar cool, die Toilette, aber sie hat mir nicht gefallen. So, jetzt habe ich eine richtige Toilette. Dann müssen wir nicht mehr mit der Hand waschen, denn ich habe eine Waschmaschine bekommen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir sie direkt in die Dusche stellen sollten. Oder lieber mit Abstand. Lieber mit Abstand. Ja, so. Okay. Da haben wir unser Haus gestaltet. So, auf der Insel ist eigentlich nichts großartig passiert. Da bin ich jetzt nicht so großartig weitergekommen. Ich habe gestern mehr meine Zeit auf Meileninseln verbracht als hier auf meiner eigenen Insel. Hab dafür eigentlich auch wieder all meine Meilen ausgegeben. Ah, das ist so ärgerlich. Weil dieses Tool so einfach so furchtbar, furchtbar teuer war. So, wie viele Meilen haben wir denn noch? Wir haben schon wieder 13.000, okay. Gut, wir haben noch gestern was Neues gefangen. Und zwar die gemeine Fliege. Ich habe hier Müll ausgelegt. Und da kam eine Fliege. Das war durch Zufall, habe ich das nämlich in einem Video gesehen. Das musste ich dann ausprobieren. Ich wollte mich eigentlich nicht spoilern lassen. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, worauf du nicht so kommst. Weil gerade ich bin sehr ordnungsfanat und dann kommt man nicht unbedingt drauf, dass man sowas machen muss. So. Erstmal mein tägliches Geld abholen. Dann können wir weitergehen. So, die Orangen sehen sehr toll aus. Die muss ich heute mal pflücken, die habe ich gestern nicht mehr gepflückt. War schon spät. So, dann fangen wir mal mit Thomas an, der nicht zu Hause ist, aber das war klar. So, fangen wir mal. Oder was? Benedikt. Hi Benedikt. Uhu, Wölfin. Schön, dich zu sehen. Ach, Menno, heute habe ich etwas verschlafen, aber das macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig essen. Benedikt, wir haben kurz vor 9. Ich weiß nicht, ob jetzt schon Zeit fürs Mittagessen ist. Laufen wir mal hier. Wie sieht mein Blümchen aus? Die haben sich leider noch gar nicht gekreuzt. Oh, schade. So, auf dem Campingplatz ist niemand. Ja, niemand, niemand. Dann haben wir noch oben unsere Blumen. Und wer bist du? Karzen. Oh, hallo. Bist du von hier? Mein Name ist Karzen. Ich bin sozusagen ein Käferkenner, ein Insekteninspektor, ja, sogar ein Krabbeltierkünstler. Ob Tegulea, Tegulai oder Tracheen, ob Mandibeln oder Mentatarsi. Ich liebe alles an ihnen. Ich bereise die Insel auf der Suche nach dem inspirierenden Insekt, das meiner Kunst aus ihrem Kokon hilft. Kein Beilchen soll mein Pinsel entfleuchen. Ach, welch Glück, die Welt mit ihnen zu teilen. Falls du also mal einen Insekt findest, würdest du es mir wohl verkaufen. Ich zahle gut, solltest du wissen. Kein Preis ist mir zu hoch für meinen charmanten Chitin-Freunde. Ferner bin ich auch nicht wählerisch. Jedes Insekt ist bei mir willkommen. Alles andere wäre ja ein Unding.
Ach, und wenn du Interesse an meiner Kunst haben solltest, lass es mich wissen. Ich nehme Aufträge an. Warte mal, was denn für Aufträge? Heiliger Hirschkäfer, du willst tatsächlich mehr wissen? Nun, ich betrachte es als Mission, die Schönheit der Insekten in alle Orte dieser Welt zu tragen. Insekten sind von solcher perfekter Form, dass wir als Beobachter diese Grazien nie gänzlich erfassen können. Doch ich gedenke zumindest einen Bruchteil dieser Form in meinen Modellen zu rekonstruieren. Davon nehme ich auch keine Sterne, aber ich benötige ein lebendiges Exemplar, das mir als Vorlage dient. Wenn du möchtest, dass ich für dich als Modell eines bestimmten Insektes anfertige, so bringe mir 3 von ihm. Okay, ich brauche gar nichts. Mögest auch du eines Tages von Insekten befallen sein? In meinem Kopf klang das irgendwie weniger unangenehm. Du bist gruselig, Karlsson. Ottokar! Okay. Morgens ist die ganze Welt Wunderbärchen. Lass uns plaudern. Tula hat genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen, zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Das hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt, Ottokar. So, gehen wir mal hier hin und dann gehen wir hier hoch. Ich sagte, wir gehen da hoch. Danke. Ich glaube, das ist eine Mischzucht. Schauen wir doch mal direkt. So, jetzt ist hier die Frage, kriegen wir das wieder zu, ohne die Blumen rundherum zu pflücken? Ja, perfekt. Ich sehe, wir haben da hinten... Ja, ich habe eine rosa Chrysantheme. Also dafür, dass ich die Chrysantheme als letztes bekommen habe, habe ich jetzt schon eine rosa Dings. So, da haben wir noch die... ein Fossil. Das nehmen wir gerne mit. So, ach genau, was ich gestern auf der Maininsel gefunden habe, waren die blauen, die rosanen und die orangenen. Das sind, Hyazinthen, genau. Hyazinthen. So. Wir haben nochmal eine rosa Tulpe, aber nicht verwunderlich, denn drüben nebendran ist auch nochmal eine rosa Tulpe. Also wir haben eigentlich noch gar keine rosa Tulpe selber richtig gezüchtet. So, Pflanzen. Wie gesagt, ich muss mir noch was überlegen mit den Blumen. Das ist noch keine endgültige Lösung. Das ist jetzt einfach erstmal, hier kann das so kreuz und quer mischzüchten, die nebeneinander stehen. Und den Rest sehen wir dann. Erstmal müssen sie außen wachsen. So, oh, hier ist dann direkt das Loch. Warum ich das immer so durch Zufall finde? Okay, wartet mal. So. Ich habe einen 1000 Sternisack ausgegraben. Schön. Und ich werde da jetzt einen 1000 Sternisack, 10.000 Sternisack reinwerfen. Vergraben. Wieso habe ich denn eigentlich so viel Geld? Kann mir das eigentlich mal jemand verraten? Was habe ich gestern Nacht gemacht? Ich habe meinen Kredit abbezahlt und das war's. Aber da ist nicht so viel übrig geblieben. Ah, nein. Ich habe gestern noch die Steine abgeklopft. Ich habe den Goldstein gefunden noch, genau. So, schauen wir mal hier lang. Wow, ist die viel Unkraut. Schnell mal weg damit. Oh, Ballon. Ballon, 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 Ballon. Nein, nicht die Axt. Mit der Axt kannst du keinen Ballon zerstören. Gleich mal gucken. Lehm. Okay. Hat sich sowas noch nicht gelohnt. So, dann gehen wir mal hier durch den Wald. Ich muss das unbedingt heute mal beheben mit diesem blöden Wald. So, aber hier ist niemand. Und nichts. Achso. Ja, gut. Mit einem Schleuder kommt man nicht nach unten. Ist ja gut. Ich hab's verstanden. So, meine Obstbäume haben wieder Obst. Das ist sehr gut für mich, denn dadurch kann ich wieder viel Geld verdienen. Ja. Hier ist aber sonst nichts. Alles ordentlich. Warum ist das hier eigentlich... Ach so, genau, weil ich hier nicht so... Da habe ich überlegt, ob ich das noch mache oder einfach nur so ein Endfeld-Dings lasse. So, Babsi ist zu Hause. Dann gehen wir mal rein. Babsi sieht sich ihre Wand an. Okay. Ich bin äußerst erfreut, dass du mir einen Besuch abstattest. Man erzählt sich, dass du gestern enorm viel Zeit draußen verbracht hast, nicht wahr? Wenn man auf einem derart schönen Eiland wohnt, kann man dem Ruf der Wildnis nur schwerlich widerstehen. Ich war die meiste Zeit tatsächlich auf Meileninseln, Babsi. War gar nicht mal zu Hause. Was ich ganz krass war, ich habe 2 Inseln mit Äpfeln gefunden.
bei meinen Inseln. Fand ich schon erstaunlich. So. Dafür, dass sie selten sein sollen, meinte ich. Guti gut. Dass wir natürlich jetzt Insekten fangen als mal 5 Aufgabe haben, finde ich halt einfach geil, weil Katzen hier ist. So, wir haben hier noch Cornelia. Die heißt auf Englisch irgendwas mit M. Oh, ich hab's mir leider nicht gemerkt. Wie immer eigentlich. Ich habe gestern ein Video mit lustigen Clips gesehen und da hatte ich irgendwann mit M. Freut mich, dass du so früh am Morgen bereits an mich denkst, Zuba. Ich wollte mit dir reden. Erinnerst du dich noch an unseren Besuch in Leonie, Zuba? Auch bekannt als sorgenfreie Bewohnerin? Wenn sich schon jemand so einen Titel verdient, ist es ja wohl das Mindeste, ihn auch zu benutzen. Wieso? Das ist die letzte Besucherin, die ich auf meiner Insel hatte. Aber warum? Warum sprichst du die ganze Zeit darüber mit mir? Ich weiß es doch. Okay, nee, der ist, glaube ich, noch nicht wach. Nee, der ist draußen. Okay, das ist überraschend. So, da ist die Flaschenpost. Die nehmen wir mal noch mit. Warte mal, Nede ist draußen. Okay, das ist gut zu wissen. Was haben wir hier? Hier haben wir, Regina. Ja, Regina. Lass mal überlegen. Oh, es bastelt. Das ist immer sehr gut. Nett, dass du vorbeischaust, aber ich habe leider gerade keine Zeit für dich. Was machst du da? Ich habe mir spontan vorgenommen, eine Bambuskugel zu fabrizieren. Eventuell hatte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber unglaublich Spaß. Möchtest du wissen, wie man eine Bambuskugel anfertigt? Ja, bitte. Sehr gerne. Ich habe alles in der Designleitung notiert. Damit sollte es dir leicht fallen. Dankeschön. Wenn du etwas Zeit und die benötigten Materialien hast, probier es einfach mal aus, Stampf. So. Schauen wir doch mal. Hallo, Freunde in der Ferne. Die Bastelleitung schrieb ich während meinem Backofen vor heute. Warum dauert das immer so lange? Ich vertraue meine Idee dem Meer an und hoffe, jemanden findet sie. Wenn du magst, probiere sie aus. Viele Grüße, Sandra. Pappbusch. Das will ich jetzt sehen. Warte mal. Nehmen wir noch das andere kurz aus. Erlernen wir kurz das andere noch. Gut. Dann schauen wir doch mal. Oh, die Kugel sieht cool aus. Die sieht echt cool aus. So, Pappbusch. Sogar mit einer blauen Lilie. Oh, wenn ich das als Pflanze hätte. Oh, ich liebe blaue Blumen. Aber erstmal überlegt euch die hier jetzt hinten nicht da oben anpflanzen. Aber dann würden sie nicht wachsen, da wo ich sie anpflanzen wollte. So, Leonard ist draußen, wie immer eigentlich. Guten Morgen, Röll. Gehörst du heute auch zu den Frühaufstehern? Lass uns quatschen. Diese Geschichte, die sich das drückt, der sagt mir, dass du mir mit mir Patrouille joggen möchtest. Nein, ich verzichte. Wir kommen kurz Ankauf des Tages. Muschelhocker. Oh, gar nicht so schlecht. So, gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Ich muss mal kurz reingehen. Denn, ich habe was vergessen. Täglich wechseln ja die Möbel. Ich habe gestern zwar nichts Besonderes gefunden. Das ist ein Tamburin. Hallo, hallo. Willkommen in Nuxladen. Ich will das Tamburin. Das ist ein Tamburin. Genau. Der Preis beträgt 1500 Sterne. Ist nah Interesse? Nimm mich. Gib her. Danke. Ja. Ist gut. So, jetzt habe ich ein Tamburin. Kann ich es ausrüsten? Nein. Ich muss draußen sein. Okay. So. Interesse an den Artikeln im Regal. Viel Spaß beim Stöbern. Oh, mein Minzschirm ist wieder da. Schauen wir mal. Elefant, Blauband, Pünktchen, Boden. Weißwabenfliesenboden. Und Braunblütenmusterboden. Okay. Nichts Interessantes dabei. Jungs. So, dann gehen wir wieder nach draußen. Vielen Dank. Dankeschön. Der Einkauf des Tages war Muschelhocker. Wie machte man den nochmal? Ob es sich lohnt? Warte mal. Muschel. Da. Taurischnecke. Ja, wenn man sie findet. So. Ja, heute ist Karzen zu Besuch. Heute haben wir nicht auf dem Marktplatz. Warum habe ich meinen Strungstab jetzt rausgenommen? Wow. So, aber ich wollte das Musikinstrument ausprobieren. Yeah.
So, okay. Uns fehlen noch Nele, Dörte und Thomas. Die sind aber alle drei nicht da irgendwie. Da ist die Fliege. So, machen wir mal klopf, klopf. Okay, Dörte ist noch nicht wach. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Und Thomas sollte auch noch nicht wach sein. Nee, der ist schon wach. Der war bis um 2 oder so. Oder 3 war der auch wach. Die Frage ist, wo ist der Kerle? Ich finde das erstaunlich, dass die endlich mal da hochgehen. Ah, wo wir heute noch gar nicht geguckt haben, Leute, ist bei Julia waren wir auch noch nicht. Danke, Benedikt, für den Hinweis. Morgen, Julia. Es ist prächtig, dich hier zu sehen, Pü. Ich will plaudern. Diese Herzhaarnadel hast du bewusst mit deinem Outfit abgestimmt. Dein Look zeugt jedenfalls von erlesenem Geschmack, Pü. Die redet immer über mein Outfit. Aber scheint. Aber. Klar, gut, ich habe ein neues Outfit, muss man auch dazu sagen. So. Dann haben wir hier noch. Man sollte aufpassen, dass der Football nicht in das Loch fällt. So. Ich finde es ja schön, dass da japanische Schriftzeichen drauf sind, wenn ich es richtig liege. Nicht verurteilen, bitte. Ich kenne mich damit nicht so aus. Okay. Ich finde das also ein bisschen doof, dass das hier passiert. Ja, es ist logisch, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Es stimmt mir nicht ganz zufrieden. So, ich hab immer noch keine Ahnung, wo Thomas und Nede sind. Wie immer eigentlich. So, wir wollen nämlich kurz, nochmal Fossilien bei Eugen abgeben. Damit die Fliege da vor seinem Museum wegkommt. So. Jungs, ich will mal hier durch. Dann wollen wir mal. Hier ist Franz. Du sollst nicht den Baum buddeln, du sollst den Boden buddeln. Perfekt. So, ein Fossil, danke. So, dann tun wir nochmal hier oben, aber sonst ist hier nichts. Okay. Dann nehmen wir den Sprungstab und springen rüber. Nicht zum Zeltplatz, sondern hier rüber. Ich habe wahrscheinlich eins übersehen, weil eigentlich. Ach nee, ich habe keins übersehen. Wir haben alle 4. Okay, perfekt. So, dann geht's auf wie auf zum Holen des anderen Fossils noch. Wie gesagt, die Dings lassen wir. Ja, erstmal das Licht anmachen. Ist ja nicht schnell genug hier drin. Hier, ich habe diese rosa Hyazinthen bekommen, diese orange Hyazinthen und die blaue Hyazinthen. Die blauen finde ich voll schön. Bin zwar nicht so der Hyazinthen-Fan, aber die blauen finde ich mega schön. Ich kann eigentlich auch diese Tasse hier nehmen. Oh, ich habe noch ein paar Muscheln. Habe ich auch Karischnecken? Oh, nur 6 Stück. Okay. Wieso habe ich 2 Fossilien noch? Wie ist denn das zustande gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. So, dann nehmen wir mal kurz meinen Stab raus. Ich habe keine Ahnung, wo Thomas und Nede sind. Ich suche die jetzt auch nicht. So, dann nehmen wir die Fliege und dann gehen wir rein zu Eugen. Ja, da müssen wir den Kerl wieder wecken. Ja, das ist jetzt der Nachteil, dass ich nur noch Frühs aufnehme einmal. Und dann halt über den Tag halt die Clips. So. Wollen wir mal gucken. Was darf ich in jeden Fossilien analysieren, Eugen, will ich. Und zwar das und das und das. Bitteschön. Huch, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. So, auf jeden Fall was Neues dabei. Das ist doch schon immer mal was Gutes. So. Was ich mich aber mal so im Allgemeinen frage, wie viele Fossilien fehlen uns eigentlich? Ich werde was stiften, Eugen. Oh, sind sogar gleich 3 Jurammeier. Riesenhirschhälfte. Und der Tordo. Oh, mal diesmal nichts doppelt neu. So. Nein, passt schon, danke.
Bitte schön und tschüss. Perfekt. So, gut, dann gehen wir jetzt noch als letztes ins Rathaus, weil ich Thomas und Nele eh nicht finde. Hallo, Benedikt. So, mal gucken, das schwarze Brett. Aber Cornelia hat eigentlich kein Gebet. Können wir eigentlich löschen? Warte mal. So, und dann Minus ist löschen. Löschen. So. Weil das ist ja eigentlich erst nächstes Jahr wieder relevant. So, okay, Grausen hat man gerade noch die Glocke gehört. Oh, hallo Wölfin. Du hast jetzt also ein weiteres Stockwerk, Nutzt du diesen Platz, um etwas mit neuen Einrichtungszielen zu experimentieren? Dann gäbe es noch eines. Der Kredit. Nehme ich die Kosten für die Nummer um. Das macht 1.248.000 Sternis. Ah ja, bitte führe Rückzahlen wie zuvor über den Bankautomaten des Snoop-Portals durch. Außerdem ist da noch etwas. Du kannst jetzt bei uns auch die Fassade deines Hauses anpassen. Dach, Fassade, Tür und Briefkasten. Das steht dir jetzt einiges an Möglichkeiten offen. Ach übrigens, dein Briefkasten kannst du nicht nur umgestalten, sondern auch umpositionieren. Ja! Sorry. Hebe einfach mit Hilfe von Y hoch und stell ihn dann am gewünschten Ort auf. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja. Ich habe gestern über eine Stunde lang probiert, dort drunter einen Weg zu setzen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt kann ich meinen Briefkasten umplatzieren. Yes! Oh, Tag Bonusmeilen. Ja, finde ich sehr gut. Holen wir uns die Bonusmeilen. So, dann machen wir mal Nukmeilen. Warum will ich Nukmeilen einlösen? Also ich will gucken, hier Feldsteinmauer und Japanmauer haben wir beide schon. So, kommen wir zurück und dann können wir zum Nuk Shopping gehen. Nuk Shopping. Besondere Waren, Magazin und Mountainbike. Warum muss das Ding rosa sein eigentlich? Tulpenhut. Sportwolle. Nachtshirt. Jeanshorts, die können wir mal mitnehmen. Wassersportschuhe. Insel der Tiere. Bestellen wir doch gerne mal. So, okay, dann haben wir das. So, dann würde ich sagen, bleibt uns ja eigentlich nur noch eins, uns die Fassade unseres Hauses zu ändern. Mit den Türen habe ich leider nur einen Vorschlag bekommen. Aber wir schauen jetzt nochmal. Ich will renovieren. Ja, gerne. So. Schauen wir mal. Okay, das ist das Dach. Das Dach wollen wir ja eigentlich so lassen. Leute, es gibt hier sogar noch mehr. Ich will so ein Rieddach. In weiß. Ja. Was ist eigentlich das hier? Ah, da hast du so ein Fensterchen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber ich will so ein Rieddach in weiß. Perfekt. Okay, Wände. Aha. Also eigentlich nur die... Nein, nicht nur die Bauholzart. Granitfasern. Ja. Oh, das gefällt mir. Oder so. Nein, das da gefällt mir. Aber dann passt das Dach nicht mehr, oder? Na, eigentlich passt das Dach schon. So, dann machen wir eine neue Tür auf jeden Fall. Nehmen wir mal die Tür. Nee. Also die erste hat immerhin sehr gut gepasst gerade. Was ist, wenn wir jetzt die Tür hier nehmen? Nee, passt auch nicht. Die Tür? Ja. Ja. Würde schon eher passen. Diese Tür. Nee, passt nicht unbedingt. Nee, dafür ist die Farbe zu grell. Weiß passt irgendwie nicht so richtig. Oder die? Ne, eigentlich hat mir die da oben am besten gefallen. Wartet mal. Die hier. Na? Die hier. Nee. War das echt die da? I'm not sure. Oh Mann, bin ich vergesslich. Nee, hier. Die hier hat mir am besten gefallen. Nehmen wir die in weiß oder bei beige? Zum, passend zum Dach. Nehmen wir passend zum Dach. Okay, Briefkasten. Wollen wir da einen neuen Briefkasten nehmen oder lassen wir unseren derzeitigen Briefkasten? Lassen wir unseren derzeitigen Briefkasten, würde ich sagen. Okay, so machen wir es. Jawohl. Interessante Wahl.
Das macht dann bitte 5000 Sternis. Perfekt. Besten Dank. Ich kümmere mich darum, dass die Arbeiten bis morgen früh erledigt sind. Freust du dich auch so wie ich? Gut. So. Jetzt gehen wir noch kurz den lästigen Briefkasten aus dem Weg räumen. Wie das klingt. Als würden wir gleich jemanden abmurksen. Adias Briefkasten. Wo ist mein Briefkasten? Ah, nehmen wir den da. Da gehst du mir nicht auf die Nerven. Das Problem nämlich an der Geschichte ist, weil der Briefkasten hier stand, konntest du hier keinen Weg setzen. Und das Ding ist ein Dreierfeld. Das heißt, ja, ihr könnt euch vorstellen, was das heißt. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Auch wenn sie mal ein bisschen früher stattgefunden hat. Aber ich glaube, das ist weniger ein Problem. Ja. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bei einer Bewertung freuen. Ja, Spoiler könnt ihr mir jetzt nicht großartig geben, weil die Story, in Anführungszeichen, da habe ich schon fertig. Da fehlen halt noch ein paar Kleinigkeiten, aber das wird ja so nebenbei erledigt. Ja, und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!